Oshika an der Ostküste von Japan. Über Generationen war das Hafenstädtchen ganz auf Walfang eingestellt. Doch seit 1986 gilt ein internationales Walfangverbot. Oshika muss sich umstellen. Nur diese beiden Walfangboote gehen noch ab und zu auf sogenannte wissenschaftliche Missionen auf hoher See. Im Restaurant von Katsuchi Furuchi gibt es noch Sushi und Sashimi vom Wal. Er hofft, dass die internationale Walfangkommission nun auf ihrer Konferenz in Agadir eine Fangquote beschließt. Wenn wir wieder vor der Küste fangen könnten, vielleicht 100 oder 200 Wale pro Jahr, würde das unsere Gemeinde wirtschaftlich wiederbeleben. Walfleisch gibt es über eine offizielle Agentur. Immer weniger Restaurants in Oshika bieten es an. Doch viele Menschen hier wünschen sich die alten Zeiten zurück. Drei Viertel der Bevölkerung hingen vom Walfang ab. Wir haben sogar diese Straße Walstraße genannt. Alles hier war mit dem Walmarkt verbunden. Es wird nie so wieder sein wie früher. Auch die Hafenstadt Ishinomaki hat das goldene Zeitalter des Walfangs erlebt. Heute sind die Fänge dort kleiner. Auf die Konferenz in Agadir setzt der Chef des Fischgroßmarktes keine großen Hoffnungen. Ich glaube nicht, dass es einen Kompromiss geben kann. Es wird eine Debatte zwischen Ländern geben, die nie Wal gegessen haben, und solchen, die das weiter tun werden. Japan sollte dafür einstehen, dass dieses Fleisch ein Lebensmittel ist, wie anderes Fleisch. Oshika hängt weiter am Walfang. Doch Umweltschützer befürchten, dass auch andere Länder wieder Wale fangen wollen, wenn Japan, Norwegen und Island eine Fangquote zugestanden bekommen.